Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Hier. Okay. Also heute geht es um die Konzeption und wir werden auch noch ein bisschen was machen zur Planung. Und ich lade Sie noch mal ein. Ich fand es toll, wie der Malte das gemacht hat. Also wir werden auch noch mal Fragen sammeln, die ich am Ende in dem Flinger-Link aufrufen werde. Und was Sie da auch machen können, wenn Sie auf einzelne Beiträge klicken, können Sie die liken, indem Sie das Herzchen dann anklicken. Mein Tipp für Sie ist noch, wenn Sie Ihren Beitrag abgegeben haben, dann nicht die ganze Zeit dort zu schauen. Es ist vielleicht für Sie anstrengend, dann dem hier zu folgen. Aber Sie sind erwachsene Lerner und ich traue Ihnen zu, sich da selbst zu steuern. Ja. Okay. Ja, also wir hatten Frau Eva, jetzt habe ich den Nachnamen versucht zu üben, wie Czeszczeniska, wahrscheinlich habe ich ihn ganz falsch ausgesprochen, kriegt von mir quasi ein Gummibärchen überreicht. Es war eine der Fragen neben Herr Baumüller, der zu HFDZ was gefragt hat. Eine Frage, wie man Live-Sessions zur Übung, Anwendung und Reflexion nutzen kann und welche Tools außer Quiz und Chat zur Verfügung stehen. Ich merke mir die Frage und es gibt einen Punkt, wo wir über Medien und Methoden sprechen und da würde ich die Frage nochmal aufgreifen. Aber vielen, vielen Dank für die Einreichung der Frage. Was ich hier versucht habe und nicht wirklich geklappt hat, ist, dass ich, danke für den Hinweis, wobei ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass Sie mich sehen. Genau, danke. Was ich versucht habe, ist eine Methode, die nenne ich Agenda Setting, die kommt aus der Politik. Das hatte ich auch schon mal erwähnt im ersten Modul, ich glaube am Freitag auch, dass ich Teilnehmende aufrufe, vorher Fragen einzusammeln, um damit die Sitzung zu gestalten. Und das habe ich in zwei Formen schon gemacht oder auch andere. Eins war zum Beispiel bei uns, bei den Juristen in der Uni Frankfurt, haben die letzten 6 Tutorien-Sitzungen vor der Klausur die ersten 20 Minuten dafür verwendet, Fragen zu beantworten, wenn die Fragen vorher im Forum eingegeben waren. Und dabei war es auch so, dass sie nicht einfach nur fragen konnten, erklären Sie das und das nochmal, sondern sie mussten auch zeigen, dass sie eigene Anstrengungen unternommen hatten, das sich quasi zu erarbeiten und nicht einfach nur, ach, ich möchte das nochmal erklärt haben, weil ich irgendwie jetzt zu faul bin, das nachzuschlagen. Also die Frage musste so ein bisschen qualifiziert sein. Ich selbst habe im Bereich Erwachsenenbildung, das heißt so ein Webinar wie jetzt, aber in einem größeren Seminar oder einer Fortbildung, wie auch in Lehrerfortbildung, liefen über 3 Monate und da gab es 3 Präsenzblöcke. Und den letzten Präsenzblock habe ich quasi einen halben Tag oder einen Tag nur Themen bearbeitet, die die Teilnehmenden vorher eingereicht haben. Und dann hatte ich das so gemacht, dass zum Beispiel, wenn der Präsenzworkshop Freitag war, dass ich gesagt habe, bis Dienstagabend 18 Uhr bitte Fragen einreichen. Wenn ich da aber nur eine Möglichkeit hatte, das heißt, hier war nur ein Präsenzblock, den ich so gestalten konnte, dann habe ich am Mittwoch einmal die Agenda rumgeschickt, die ich aus den Fragen entwickelt hatte, sodass die Teilnehmenden, die zu der Zeitpunkt es noch gar nicht ernst genommen haben oder wahrgenommen haben, dass ich tatsächlich Fragen einsammle, dann nochmal eine Chance bekamen, zum Beispiel bis Mittwochabend nochmal ihre Fragen zu ergänzen. Wenn man es nur ein einziges Mal macht, also eine Sitzung hat, würde ich diese Methode verwenden. Wenn Sie mehrere Sitzungen haben, können Sie sagen, für die, die es beim ersten Mal nicht gemerkt haben, die können das beim zweiten und dritten Mal, bekommen die das ja mit. Also es kommt immer darauf an, habe ich nur eine Sitzung, die ich so gestalte oder nicht. Ich hatte es schon mal erwähnt, Gede Selman hat darüber ein bisschen was geschrieben, über Mediensozialisation, da hatte ich auch Sachen verlinkt bei dem, ich glaube, Modul vom letzten Mittwoch. Und die hat da sehr schön drüber geschrieben, dass wir die Studierenden quasi an die Kultur und das Verhalten ranführen müssen, wie wir unsere Lehre gestalten. Das ist vor allen Dingen in Flipped Classroom oder Inverted Classroom Sessions wichtig, dass sie nicht nach einmal, wenn sie irgendwas neu machen, aufgeben, sondern da auch ein bisschen durchhalten und die Methode etablieren und dem auch Zeit geben, dass die Lernenden sich auch mit drauf einstellen können und ihr Verhalten anpassen oder das lernen können. Natürlich können Sie auch Rückmeldungen einsammeln. Also ich bin jemand, der dann sehr offen auch Studierende mal fragt, wie ist es für euch, passt das und so weiter. Genau, Agenda Setting. Der Begriff kommt aus der Politik. Quasi bekomme ich was auf die politische Agenda. Ja, und, genau. Okay. Ah, danke, ja.
Gut, okay. So, und das hatte ich ja schon gelinkt, den können wir immer mal wieder posten. Ja, das Buch finde ich auch sehr gut von Chidi Senman. Ja, ich gehe mal zurück zu dem, wo wir letzten Mittwoch, heute vor einer Woche gestartet sind. Das ist das Integrationskonzept. Und jetzt, je nachdem, wie Ihr Sommersemester aussieht, haben wir davon verschiedene Variationen. Es kann sein, dass Sie Präsenz durchführen, die meisten wahrscheinlich nicht. Dann kann es sein, dass Sie eher später eine Präsenz machen oder eine Online-Präsenz. Das heißt, dass Sie diese Selbstlernphase oder Online-Phase verlängern. Ich gehe jetzt nicht mehr auf alles ein, was ich letzten Mittwoch gemacht habe. Die, die heute erst eingestiegen sind, wäre gut, wenn Sie vom Mittwoch das nochmal anschauen oder Texte dazu lesen. Und was wir eventuell auch haben, ist, dass Sie wie so eine Art Dauer-Online, ich habe das hier mal Umgebung genannt, das wäre zum Beispiel so eine Kursumgebung, wie wir in Moodle haben. Und dann an bestimmten Stellen sowas wie hier eine virtuelle Präsenz machen, also ein Webinar, eine Online-Live-Session, ja, wie immer Sie das nennen. Und dann ist die Frage, ob Sie die genau zu den Zeitpunkten durchführen, wo die ursprüngliche Präsenz geplant war, also zum Beispiel jeden Donnerstag 2 Stunden, oder ob Sie eher Sitzungen ausfallen lassen und sagen, ich mache das nur alle 2 Wochen. Wenn Sie jetzt Blog-Seminare hatten, ist die Frage, wollen Sie Studierende 4 bis 6 Stunden oder 8 sogar in der Live-Session halten? Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, für einige von Ihnen kann es auch sein, dass Sie hier einen Umbau machen und die Taktung verändern. Und das wird wahrscheinlich bei Ihnen unterschiedlich sein. Und das gilt es heute zu planen. Aber ich hatte letzten Mittwoch auch gesagt, wir wollen auch so planen, dass wenn Corona-Krise vorbei ist, Sie immer noch das, was wir hier machen, auch verwenden können. Das heißt, was ganz oben ist, das Konzept, das Blended Learning Konzept mit Präsenz und Online nach wie vor machen können. Wenn wir rein online sein müssen und keine Präsenz haben, dann ersetzen quasi so Webinare eventuell die Präsenztreffen und sind dann auch umzubauen. Damit hatten wir uns letzten Freitag beschäftigt. Bezüglich Deputatsregelung, ich bekam eine Menge Anfragen. Wie ist das mit meiner Deputatsregelung und Anwesenheitspflicht und so weiter? Da würde ich Sie wirklich an Ihre Hochschulen verweisen. Da gibt es überall, glaube ich, gerade andere Regelungen. Und ja, da kann ich einfach momentan gar keine Antworten geben, wie das vor Ort jeweils aussieht. Ja, was dann, also das ist auch noch was auch sein könnte, dass Sie am Anfang online sind und gegen Ende des Semesters Präsenztreffen haben. Das sieht dann so aus. Also PV heißt für mich Präsenz virtuell, das wäre ein Webinar. Und hinten dann echte Präsenztreffen haben. Auch das wäre ein Modell. Ich hoffe, Sie verstehen diese Abbildung, wie die gemeint sind. Das ist so ein bisschen die Struktur. Falls Sie ein Konzept einreichen, wo Sie Feedback wollen, wäre es auch hilfreich, wenn Sie eventuell so ein Bildchen mal reinmalen und es beschreiben, damit der oder die, die Ihr Konzept lesen, ungefähr eine Vorstellung haben, was Sie machen. Im Detail wollen wir nachher nur einen kleinen Lernausschnitt beschreiben, wo wir mal das Zusammenspiel von Methoden und Medien genauer anschauen. Und da gilt es nicht, bitte nicht die ganze Veranstaltung beschreiben im Detail. Ja, dazu kommen noch genaue Angaben. Ja. Es gab die Frage, an welche theoretischen Modelle ich mich anlehne. Der methodische Hintergrund ist das Berliner Modell der Hochschuldidaktik, so heißt das, von Heimann ist 79. Das war so ein bisschen eine Gegenbewegung gegen, war, würde ich jetzt nicht sagen, gegen Klafki für die Pädagogen unter Ihnen. Kritik an dem Modell ist, dass es stark operationalisiert, also dass es sehr genau plant. Ich merke immer, wenn Sie mit digitalen Medien was machen, hilft oft so eine Planung, weil Sie einfach ein bisschen planen müssen, welches Medium brauchen Sie, in welcher Phase und so weiter. Und gleichzeitig ist natürlich wichtig, den Bildungsbegriff oder das Bildungsziel nicht aus den Augen zu verlieren und komplett zu operationalisieren. Das ist eine Diskussion, die können wir heute nicht führen. Wir haben es in der GMW damit ein bisschen beschäftigt. Wir haben ein Papier dazu gemacht zum Bildungsbegriff im digitalen Zeitalter. Aber das würde ich heute quasi nicht aufgreifen als Diskurs. Ist aber auch ein ganz spannender Diskurs, wenn wir so sehr operationalisieren, was ist mit unserem Bildungsbegriff? Ja, und sich da auch nochmal drauf zu fokussieren, welches Bildungsverständnis habe ich eigentlich? Ja. Das Modell werde ich jetzt mal vereinfachen. Und zwar ist es ja eher so, dass wir das sukzessive planen. Und wer jetzt sagt, das ist ja genau wie für Präsenzveranstaltungen, genau, es ist genau wie Präsenzveranstaltungen. Wenn ich in Workshops mit Lehrenden bin, kommt irgendwann so der Punkt, wo die sagen, ach, das ist ja gar kein Hexenwerk und gar nichts Besonderes. Und dann merke ich immer, ja genau, jetzt eben klickt's. Und letztendlich gilt die Planung
genau wie für Präsenzveranstaltungen, nur dass ein paar Aspekte neu zu beachten sind. Was ich, als ich mit E-Learning anfing und ich habe viele Workshops an der Uni Frankfurt früher gegeben, da hatten wir noch keine Hochschuldidaktik und da habe ich so gemerkt, dass auch E-Learning der Ort war, wo viele Lehrende überhaupt mal wieder eine didaktische Planung einer Veranstaltung vorgenommen haben. Und das für manche auch so ein Wiedereinstieg in die Hochschuldidaktik, dass sie Präsenzlehre halt wissen, wie sie es machen und gewohnt sind und in dem Moment, wo sie digitale Medien nutzen, überhaupt mal wieder eine neue Planung für ihre Veranstaltung machen. Ich hatte das letzten Mittwoch schon mal erwähnt. Wir hatten an der Uni Frankfurt mal eine Untersuchung gemacht, wie die Lehrevaluationen ausfallen und hatten gesehen, dass alle Lehrenden, die digitale Medien eingesetzt haben, bessere Evaluationsergebnisse hatten bei den Lehrveranstaltungen im Durchschnitt. Jetzt hätte man sagen können, ja, die digitalen Medien machen die Lehre besser und deshalb möchte ich hier irgendwie mehr Ressourcen haben. Die Kausalität war andersrum. Es war so, dass die Lehrenden, die digitale Medien eingesetzt haben, auch die Lehrenden waren, die sich halt auch mit didaktischen Aspekten beschäftigt haben oder hier Innovationen aufgegriffen haben. Also die Kausalität war so rum. Gleichzeitig, da gab es auch eine Menge Artikel ein paar Jahre lang, das haben wir beobachtet, dass die Lehrenden, die mit digitalen Medien anfangen, oft so eine Art Frühjahrsputz machen. Das heißt, sie haben dann angefangen, ihre Veranstaltung überhaupt mal aufzuräumen, zu ja, entstauben und neu anzupacken und umzubauen. Ja. Generell ist mein Tipp, wenn man Blended Learning Konzept plant, mal ganz neu zu denken, statt nur so ein bisschen, ich benutze auch das Bild von Spoiler. Mein Papa früher hatte so ein Dreier-BMW, als ich klein war, und wollte unbedingt ein schickes Auto haben und hat sich einen Spoiler draufgeklebt aus Gummi hinten. Und da der schwarz war, der Gummi, hat er den so mit Blau-Metallic lackieren lassen. Und das bröselte aber im Winter und im Sommer, wenn es zu heiß war oder zu kalt war. Das heißt, er muss es dauernd neu lackieren. Und ich finde, man sieht so Konzepten an, ob so diesen Online-Elementen nur so dran geklebt sind oder ob das ein komplett neu geplantes Blended Learning-Konzept ist. Das heißt, wenn Sie ein echtes Blended Learning-Konzept machen wollen, dann ist manchmal ganz gut, dass Sie wie einfach mal alles, das alte Konzept vom Tisch pusten und mal ganz neu überlegen. Und der Hauptpunkt, den man dann überlegt, ist im Prinzip, was mache ich nachher online, was ist in Präsenz? Ja. Und natürlich, wenn Sie jetzt nicht den großen Umbau machen wollen und keine Zeit haben, kann man digitale Elemente dran bauen. Ich merke manchmal, wenn die nicht gut integriert sind, werden die von Studierenden auch nicht so angenommen, weil Studierende oft gar nicht so erkennen, wofür brauche ich das eigentlich? Die große Chance für so einen Umbau, wie ich ihn jetzt beschreibe, ist eigentlich die Chance, und ich sehe das auch ein bisschen im Chat, wofür brauchen wir eigentlich wirklich Präsenz? Und als diese MOOCs hochkamen, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, die Massive Open Online Courses kamen vor ein paar Jahren hoch und die haben ganz spannende Debatten irgendwie hervorgerufen, wofür brauchen wir eigentlich noch die Präsenzunis und sind die jetzt irgendwie, werden die bald abgeschafft? Für die, die im E-Learning-Bereich länger dabei sind, Diskussionen hatten wir vor 20 Jahren auch schon mal. Dann fing es an als MIT Open Courseware, also die haben ihre Folien frei ins Netz gestellt und Stanford haben ihre Vorlesungsaufzeichnungen, ein paar Audiodateien ins Netz gestellt. Da war schon mal so eine Aufregung, das haben nicht ganz so viele mitbekommen wie bei den MOOCs, also diese Massive Open Online Courses. Aber dann kam so eine quasi so eine Diskurswelle, wofür brauchen wir eigentlich noch die Unis und Hochschulen und wird das bald ersetzt? Das Schöne an dieser Diskussion war im Prinzip, dass es zu einem Diskurs führte, wofür wollen wir eigentlich die Präsenz nutzen. Gleichzeitig wurde die Präsenz auch so ein bisschen idealisiert. Es gibt so einen schönen Spruch, Fernstudium beginnt in der zweiten Reihe der Vorlesung. Ja, also der ist so ein bisschen witzig. Aber was ich in der ganzen Diskussion gemerkt habe, dass die Präsenzlehre zum Teil auch ein bisschen idealisiert wurde. Wir haben halt doch nicht die groß diskursiven Settings in den großen Vorlesungen, auch wenn man das machen könnte. Also man könnte auch Paargespräche, Kleingruppenphasen in großen Vorlesungen machen. Ich selbst habe das viel gemacht und es wird aber praktisch oft nicht gemacht, entweder weil man nicht dran denkt oder weil man sich nicht getraut. Es gibt da verschiedene Gründe oder man denkt, man muss viel Stoff durchkriegen. Die Chance ist jetzt bei so einem Umbau mal wirklich zu schauen, wofür möchte ich Präsenzzeit nutzen und das ganz neu anzupacken, wenn man den Mut hat und natürlich auch die Freiheitsgrade. Ich beobachte auch immer wieder, dass junge Lehrende oft da so ein bisschen Scheu haben. Und das verstehe ich auch, wenn man im Fachbereich ist, dass man so ein bisschen guckt,
wie ist hier die Kultur, kann ich das wagen? Und eher Personen, die gut gesettelt sind, entweder schon beruflich gut verankert sind oder denen so ein bisschen, die so ein bisschen rebellisch sind oder die eher sehr selbstbewusst sind, eher sowas machen als jemand, der quasi sich erstmal neu in der Fakultät im Fachbereich orientieren muss und dann auch ein bisschen guckt, wie ist eigentlich die Fachkultur hier. Also das ist mal sehr individuell. Ja. Die Universität St. Gallen hat hier ein ganz schönes Konzept, die nennt das Präsenzzeit die Kontaktzeit. Das heißt, dann wäre die Überlegung, für wann möchte ich den Kontakt nutzen, wie oft brauche ich den und für was. Und was kann ich quasi in die Selbstlernphase verlegen und was kann ich in eine Phase verlegen, wo Studierende eventuell, da passt das Wort Selbstlernphase jetzt nicht mehr so, auch in Gruppen was arbeiten. Also ich habe die verschiedenen Settings, ich habe Kontaktzeit, die sind alle mit mir im Raum. Ich habe dort Settings, wo ich was erzähle, wie jetzt. Ich habe, aber wir werden in einem Raum. Ich habe Settings, wo ich quasi, wo Studierende im Raum miteinander was machen, in Gruppen oder sogar mal in Stillarbeit für sich alleine was machen. Oder eben in der Selbstlernphase alleine was machen oder auch in Gruppen. Das sind die verschiedenen Sozialformen. Und man überlegt dann quasi, welche Methode mache ich in welcher Sozialform, in welcher Einheit. Und das ist eine Struktur, wie ich das zerlegen kann. Es gibt den Begriff einer Lerneinheit. Das ist eine didaktische und inhaltlich abgeschlossene Einheit. Man kann so eine Einheit auch in eine Art Lernziel zuordnen. Und das ist so, wo auch manchmal die Kritik an diesem Modell entsteht, dass das sehr operationalisiert. Und gleichzeitig mag ich oft, es hilft bei der Planung. Als diese Kompetenzorientierung aufkam, war der Begriff Lernziele manchmal wie verpönt. Das durfte man gar nicht mehr verwenden, um das so ein bisschen in Harmonie zu bringen und zu verbinden. Lernziel und Kompetenzorientierung könnten Sie Lernziel auch sehen als einen Beitrag dieser Einheit zur Erreichung eines Kompetenzziels. Ja. Und das wäre dann quasi, dass Sie sagen, diese Einheit erwerben Studierende die Fähigkeit, irgendwas zu machen und so weiter. Und dann, ich beziehe mich gleich auch nochmal auf die Lernzieltaxonomie nach Bloom. Es hilft Ihnen einfach ein bisschen, die Veranstaltung zu strukturieren. Und was wir oft haben, wenn wir Vorlesungen haben, dass wir so denken, eine Einheit, Vorlesung ist eine Lerneinheit. Das denken wir oft unbewusst. Oder wir denken, um das zu vermitteln, brauche ich zwei Vorlesungen. Aber da ist so ein bisschen implizit der Gedanke von diesen Einheiten drin, den wir oft nicht so implizit machen. Wenn wir jetzt quasi mit digitalen Medien arbeiten und ein richtiges Blended Learning-Konzept machen, sei es, wir treffen die Studierenden noch und haben wirklich irgendwann wieder Präsenz, sei es, wir machen die über Webinare, dann macht es Sinn, mal zu überlegen, wie viel Präsenz und was mache ich hier in der Selbstlernphase oder machen die da was in Gruppen? Wie viele Einheiten und Sitzungen brauche ich denn, um dieses Lernziel oder diesen Zwischenschritt zu erreichen? Und jetzt kann es zum Beispiel wie diesem Bild von Lerneinheit 1 sein, dass ich sage, ich beginne das in Präsenz, eventuell im Raum oder in einem Webinar, wenn wir virtuelle Präsenz haben. Und danach sollen die eine Anwendung machen, eine Reflexion dazu oder einen Text lesen. Das hatte ich alles letzten Mittwoch so ein bisschen, was man da machen kann. Und dann bespreche ich das wieder in der nächsten Präsenzsitzung, in der zweiten. Oder ich gebe zum Beispiel in der zweiten Präsenzsitzung Feedback auf das, was sie dazwischen gemacht haben. Oder die sollen in der zweiten Präsenzsitzung das präsentieren, was sie in der Gruppe in der Zwischenphase gemacht haben. Ja. Und so wird es so ein integratives Konzept. Deshalb heißt es auch Integrationskonzept oder Blended Learning, dass ich diese Selbstlernphase mit in meine Planung integriere. Und das ist, bevor wir so richtig kompetenzorientiert gedacht haben oder Bologna aufkam, was wir früher mit den zwei Semester Wochenstunden Vor- und Nachbereitung hatten. Da war das so pauschal 2 Stunden. Was wir jetzt machen, wenn wir Blended Learning machen, dass wir im Prinzip die Selbstlernphase und das, was zwischen den Sitzungen passiert, mehr in den Blick nehmen und auch das so Konzept Gesamtplan. Und das ist ein Modell, da liegen die so schön beieinander. Die müssen auch nicht immer so online in Präsenz anfangen und enden, sei es jetzt Präsenz vor Ort oder ein Webinar, sondern wenn Sie hier auf LE3 schauen, die beginnt in Präsenz, aber endet online. Also könnte auch sein, dass ich zum Beispiel hier was erzähle und dann die Studierenden in einem Forum daraus nochmal ein Statement machen oder eine Entscheidung treffen. Oder was lesen und Quiz machen und dann ist es zu Ende.
Und wenn da keine großen Fragen sind, ich in der nächsten Präsenzsitzung das gar nicht aufgreife. Oder wie LE4, ich beginne online. Das wäre so ein klassisches Flipped Classroom-Konzept, dass ich zum Beispiel sage, die sollen einen Text lesen oder ein Video schauen und dann irgendwas vorbereiten und in der nächsten Präsenz greife ich das dann auf. Was manchmal hilft, ist, wenn Sie Feedback geben wollen, das ist sehr viel Arbeit, jedem einzelnen Feedback geben zu geben, das zum Beispiel am Plenar in der nächsten Präsenzsitzung verbal zu machen, also ein allgemeines Feedback zu geben. Aber natürlich ist auch die Möglichkeit, es zu kombinieren. Wenn Sie ganz viel Betreuungsressourcen haben, da kommen wir nachher noch hin, ist der ideale Traum, Sie würden jedem einzelnen Feedback geben, sei es Studierenden, Einzel- oder Gruppen, und würden dann nochmal plenar sagen, was oft gut gemacht wurde, was oft missverstanden wurde, ohne Namen zu nennen. Es gibt so ein bisschen die Regel, Kritik nicht öffentlich, Lob öffentlich. Also ich habe zum Beispiel auch vorhin gelobt, wer hier was eingereicht hat. Aber wenn jemand irgendwie eine komische Frage einreichen würde, würde ich jetzt nicht sagen, der Herr So-und-so oder Frau So-und-so hat eine komische Frage eingereicht, sondern dann eher plenar erklären. Also folgender Aspekt kam auf. Das würde heute in der Literatur so und so gesehen werden. Also das nicht mit Namen nennen. Vor allen Dingen, wenn wir online was machen, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir mit unserer Sprache noch mehr aufpassen. In der gesprochenen Sprache, in der geschriebenen Sprache, wenn Sie ein Feedback geben per E-Mail oder im Forum, können Sie nicht sehen, wenn jemand die Stirn runzelt, traurig guckt oder gekränkt ist. Ich sehe das sehr, also gibt es auch eine Menge Literatur dazu, zu textbasierter Kommunikation. Und oft wird jede Meldung überhöht. Das heißt, das ist auch ein Grund, warum sich Menschen so in Chats verlieben. Das wird ja oft nicht verstanden. Es führt oft zu einer Überhöhung von positiven wie negativen Aspekten. Und die sind wie, es fehlt so das nonverbale Korrektiv, dass ich sehe, jetzt runzelt jemand die Stirn oder guckt traurig und ich kann nochmal drauf reagieren. Das heißt, in der geschriebenen Sprache per Mail zu den Foren auch sehr achtsam zu sein. Ja, das gilt hier auch manchmal für das, was so hier in den Chats kommt. Also Markus, Anne und ich hatten uns teilweise auch mal drüber unterhalten. Die Art der Fragen, die jetzt im Forum kamen oder per E-Mail bei uns, waren teilweise auch nicht sehr, sehr nett. Also klar war es wichtig, dass der Link bereitsteht, aber teilweise war da nicht mal bitte, danke oder hallo. Keine Kritik an die jetzt hier sind, aber das ist teilweise in der Hektik wird dann quasi nur das eigene Bedürfnis gesehen und nicht das Gegenpol. Was ich für mich merke, wenn ich Studierenden Feedback gebe, dass ich erstmal so sachorientiert rausschieße. Also ich arbeite viel mit Feedback. Und merke dann, dass ich erstmal auf der Sachebene Feedback gebe und dann gehe ich nachher nochmal drüber und mache das oben was Nettes hin und hinten einen netten Abgang. Das heißt, ich habe mir antrainiert, die Rahmung, die Nette quasi immer noch reinzugeben, aber erstmal quasi auch das auf einer Sachebene zu machen und dann auf der Beziehungsebene nochmal das zu ergänzen. So, was auch möglich wäre, das bezieht sich alles auf das, was wir auch letzten Mittwoch gemacht hatten. Da hatte ich über die Mehrwerte gesprochen, über Heterogenität. Wenn Sie jetzt Studierende haben, denen zum Beispiel, angenommen, Sie machen ein Fach, dem Mathe wichtig wäre und es gibt eine Einheit, die Hälfte kann das schon und den anderen fehlt es, dann wäre so eine optionale Einheit auch möglich. Zum Beispiel LE2B wäre dann eine Einheit, die nur die Studierenden nutzen, denen irgendwas fehlt. Das wäre ein optionales Mathe-Video, das sie sich nochmal angucken. Das wäre, dass man Binnendifferenzierung macht, aufgrund von mangelnden Vorkenntnissen. Oder man kann auch quasi die Differenzierung nach oben machen. Ich habe mal einen Kurs angeboten für Lehrerinnen und Lehrer. Hatten wir 340 Teilnehmer und da waren die so heterogen, die Vorkenntnisse. Und da haben wir für die, die einfach das, was gemacht wurde, schon können, haben wir wieder eine Zusatzaufgabe angeboten. Das heißt, ich kann auch für Leute mit vielen Vorkenntnissen oder mit viel Interesse, viel Zeit auch nach oben differenzieren und Material oder Aufgaben nochmal bereitstellen. Da hatten wir es genannt für die Highflyers oder für die Wissenshungrigen. Das brachte da nicht so eine Hierarchie ein, dass die anderen sind die Dummen oder sind die Schlauen, sondern die waren einfach mehr motiviert. Haben wir quasi für die. Also wir hatten Aufgaben für alle und Aufgaben für die, die mehr machen wollten. Wir hatten auch Anne und Markus waren dabei, einen Online-Kurs gemeinsam veranstalten, MOOC, wo wir auch auf drei Ebenen die Teilnahme ermöglicht haben. Das heißt, für die, die wenig oder viel machen wollten, das macht man selten im regulären Studium, aber könnte man im Weiterbildungsbereich und Fortbildungsbereich auch machen. Ja, weil die einfach mit sehr heterogenen Zeitbudgets teilweise kommen. Oder auch Interessenlagen. Und das kann man so auch berücksichtigen. Ja. Und
Gut. Ja, dann hier ist einfach nochmal, ich schalte nochmal hinher. Hier ist einfach so, dass Sie auch, wenn Sie merken, ich habe jetzt keine Möglichkeit für Präsenz, eventuell, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen hergeben, hier eine längere Online-Phase machen. Und dann ist wichtig, auch einen Übergang zwischen zwei Lerneinheiten online zu gestalten. Und das kann man auch durch Termine machen. Das heißt, das Ende von LE1 wäre dann zum Beispiel, die Teilnehmer schreiben was ins Forum. Und sie geben Feedback oder sie loben nur, dass das eingegeben wurde. Was sie auch machen können, sie können auch mal eine Audiodatei drauf sprechen und Feedback per Audio machen, weil Tippen immer sehr mühsam ist. Dann hat aber diese Lerneinheit auch online ein Ende. Es gibt einen Termin, bis wann es abgegeben ist und dann ist Ende von der Einheit. Ja. Und natürlich konnte man in der nächsten Präsenz das nochmal ansprechen, wenn noch Fragen sind. Aber eigentlich wird in der nächsten Präsenz nicht mehr viel auf LE1 verwendet. Und LE2 startet online und es hilft wirklich, das mit Terminen zu machen und eventuell, wenn Sie eine Kursumgebung haben wie wir hier, dann auch einen neuen Block zu machen, so eine neue Einheit in der Kursstruktur mit Termin und eine Überschrift. Und es hat einen Termin, wann das Neue startet. Und zu Beginn von LE2 gibt es einen Text oder was Sie auch mal machen könnten, wenn Sie keine Präsenz haben am Anfang und kein Webinar direkt machen wollen. Sie könnten auch mal so ein kleines Video reinmachen, also ein Begrüßungsvideo. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass Sie dann mit so einer Screencast-Software, wenn Sie einen Laptop haben, einfach mal reinsprechen. Wir selbst haben das mal gemacht. Wir haben mal ein Seminar gemacht, da haben wir bundesweit mit Studierenden ein Buch gelesen und haben zu jedem Kapitel so ein kleines Intro-Video gemacht und die Teilnehmer begrüßt und gesagt, worum es in dieser Einheit geht. Also es muss nicht immer nur per Text sein und es muss auch nicht immer nur synchron sein. Das heißt, Sie konnten auch ohne großen Aufwand, ohne groß ins Studio gehen, mit sogenannten Screencast-Software, ein kleines Begrüßungsvideo und sagen, und diesem Kapitel geht es vor allen Dingen oder in dieser Einheit geht es vor allen Dingen da und darum. Ja, also Anfang und Ende auch rein online. Wir werden hier zum Beispiel online enden, indem Sie das Feedback geben, die jetzt mitmachen ab heute noch mit der Konzeption und Feedback. Das wird online enden nach dem 30.04. Das heißt, wir haben auch kein Abschlussevent, wenn das Feedback gegeben ist, sondern das klingt dann auch quasi asynchron aus. Ja, also wir wollten sehr gern, dass das Feedback bis nächsten Mittwoch komplett ist, aber das wird, glaube ich, für Sie so eng, habe ich mir überlegt. Und dann werden wir das Feedback noch ein bisschen nachlaufen lassen. Ja. Tipps für Screencast-Software können wir bereitstellen. Ja, dann mache ich nochmal einen Link. Ich habe eine Liste, aber die ist nicht mehr so aktuell. Da müssen Sie nochmal gucken, ob es sie gibt, aber werde ich auf jeden Fall bereitstellen. Ich habe ja in Moodle so eine Extra-Rubrik gemacht mit allen möglichen modulübergreifenden Links und Themen und da werde ich das auch reinmachen. Ja, genau. Und morgen gibt es ja, danke Anne, morgen gibt es auch noch was zu Videos. Okay. Gut, und das ist nochmal das Bild einfach, wenn Sie noch keine Präsenz haben. Ich habe gelesen, Gisela, weil ich die Nachnamen gerade nicht, möchte die Studierenden bald wieder treffen. Natürlich, wir wollen die Präsenz nicht abschaffen hier. Aber wenn das noch nicht erlaubt ist, wäre dann hier die kleinen Ps, wären die Webinare. Gut. Was auch sein kann, dass Lerneinheiten parallel sind. Also nicht immer ist es so, Lerneinheit, Lerneinheit, Lerneinheit und nichts ist parallel, sondern was auch sein kann, und es ist eine Vorlesung, die ich lange hatte, dass die Studierenden in der Vorlesung waren, dazu gab es Tutorien, die haben immer zur Vorlesung Aufgaben gelöst. Das war im Wintersemester. Um November haben die Gruppen gebildet und haben an einem Werkstück und Projekt gearbeitet. Das war im Bereich Lehrerbildung und die haben ein eigenes mediales Produkt erzeugt. Und im November haben wir so angefangen, dass sie sich überlegt haben, was sie denn machen würden und haben dann durchgängig an diesem Projekt gearbeitet. Und dieses Projekt hatte auch Meilensteine. Die haben zum Zeitpunkt X eine kleine Idee reingegeben. Die haben ihre Gruppen ein Bild gemacht mit den Gruppen und wer Mitglied ist, dann was sie vorhaben. Und dann haben die zu bestimmten Zeitpunkten im Tutorial auch über das Projekt berichtet und online auch einen Zwischenstand in die Plattform abgegeben. Das heißt, die Lerneinheit 6 bestand aus einer Projektarbeit, die parallel zu den anderen lief. Und das ist was ich immer wieder in meinen Lehrveranstaltungen auch mache. Dass Studierende nicht am Ende zum Beispiel eine Hausarbeit schreiben und die abgeben, sondern im Semester schon dran arbeiten und die wächst. Und trotzdem werden andere Themen in der Veranstaltung behandelt, die sich auf die Projektarbeit beziehen können, aber nicht müssen.
Aber zu gewissen Sitzungen wird quasi die Projektarbeit besprochen. Eine Möglichkeit ist auch, zu gewissen Präsenzsitzungen die Projektarbeit zu thematisieren. Eine Möglichkeit wäre, auf Zwischenstände, zum Beispiel Peer-Review-Verfahren noch einzuleiten. Das heißt, zum Beispiel könnte man hier, während LE3 läuft, könnten die Studierenden ihr Projekt, angenommen, es wäre ein Forschungsprojekt, das habe ich auch in der Forscherrunde entdeckt, einer hat ein Forschungsprojekt vor. Dann haben bei mir die Studierenden zum Beispiel mal beschrieben, welche Forschungsmethoden sie für ihr Projekt anwenden wollen. Und zwei andere Gruppen haben jeweils jedem Projektteam Feedback gegeben, also Peer-Feedback-Prozess. Und das kann man online machen, indem die Studierenden was reinstellen müssen und die anderen Feedback geben oder in Präsenz. Im letzten Webinar am Freitag wurde, glaube ich, das Gruppenpuzzle erwähnt. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass ich sage, Studierende stellen ihre Projektarbeit, das, was sie vorhaben an Evaluationsmethoden, in den Moodle-Kursraum ein oder was immer sie an Plattform haben. Und zwei andere Personen lesen es. Und am ne Anfang der nächsten Präsenz treffen die sich und geben sich Verbalfeedback. Also so kann ich auch wieder die Bereitstellung von Einreichungen aus dem Projekt und Präsenz kombinieren und auch hier so Übergänge schaffen. Ja, und ich nutze dann quasi den Kursraum, damit die Studierenden das, worauf sie Feedback geben, schon mal zur Verfügung haben. Aber das Feedback selbst ist dann in Präsenz oder alternativ ist online. Also das ist genau das, womit sie dann eben spielen können. Mit Spielen, das meine ich nicht abwerten, das ist ihre Planung, in dieser Kombination das zu machen. Ja. Das ist auch als Bachelorarbeit möglich. Ja, genau. Ja, natürlich. Ja, das wäre die Frage. Also, Uni Mainz hat momentan so Forschungsprojekte laufen im Vorfeld der Bachelor- oder Masterarbeit, wo wir so Forschungsprojekte begleiten. Im Bereich Pädagogik ist das. Ja. Gut, und so kann es dann aussehen. Das wäre auch ein Bild, wie Sie Ihr Projekt, Ihr Konzept darstellen können. Manchmal ist es so, dass es so eine Wissenserwerbsphase geht und die geht dann über in eine Projektarbeit oder die Hausarbeit wird erstellt. Und was ich sehr wertvoll finde, ist, dass Sie genau überlegen, wann gebe ich Feedback. Feedback ist so ein bisschen die heiligste Ressource, die wir im Prinzip haben als Lehrende, also unser Feedback. Und ich schaue genau, wann kann ich zum Beispiel automatisiertes Feedback geben über Multiple-Choice-Test? Auch das hatte ich letzten Mittwoch schon mal gesagt, dass es darum geht, nicht, dass der Multiple-Choice-Test vielleicht dann die optimale Testvariante ist, aber er hat quasi den Zweck, einen Lernanlass zu schaffen, damit jemand einen Text liest oder ein Video guckt und sich vorbereitet. Ja. Und der nächste Schritt kann dann sein, dass die Studierenden auf Übergangsprozesse, wo sie zum Beispiel aus einer Wissenserwerbsphase in eine Anwendungsphase gehen, da Feedback von mir bekommen, weil ich schaue, bevor die ihr Projekt groß machen, möchte ich genau an dieser Stelle nochmal drauf schauen und sehen, in welche Richtung gehen die denn und haben die das Konzept richtig verstanden und so weiter. Also ich schaue quasi, was sind so die wertvollsten Stellen für mein Feedback, wann sind Peer-Review-Prozesse wertvoll und wann kann ich das irgendwie automatisiert machen oder wann brauchst du auch manchmal gar kein Feedback, weil es nur darum geht, aus einer Wissenserwerbsphase, wie jetzt so einen Vortrag hören, Video gucken oder einen Text lesen, einfach nochmal in eine Anwendung zu gehen, ohne dass ich auch jetzt bei jedem Beitrag Feedback geben muss. Also wann wir Feedback geben, ist eine sehr, sehr wichtige Stelle. Peer-Feedback-Prozesse sollten übrigens nicht benutzt werden, nur weil ich nicht die Ressource habe, Feedback zu geben, lasse ich halt die Studierenden untereinander was zu machen. Das wurde bei den MOOCs teilweise gemacht. Sondern Peer-Feedback hat immer den Mehrwert, dass die Studierenden dadurch, dass sie ein Konzept von jemand anders lesen und darauf Feedback geben, auch nochmal lernen, worauf es ankommt und nochmal eine andere Perspektive bekommen und so weiter. Zu Peer-Review-Prozessen habe ich auch einiges an Material in Moodle reingestellt. Also es ist sehr wichtig, da auch Kriterien an die Hand zu geben und nicht einfach nur gib mal Feedback, sondern genau zu schauen, auf welche Kriterien wird geachtet und auch sprachlich, dass es ein wertschätzendes Feedback ist und nicht, das ist blöd, sondern meiner Meinung nach könnte man das so und so machen und auch positive Aspekte erwähnt werden. So, der nächste Schritt in unserer Planung ist dann, wenn Sie gesagt haben, welche Einheiten, was ist online, mit diesen verschiedenen Variationen, die wir jetzt hatten. Ich habe wenig Präsenz, viel Präsenz, ich habe virtuelle Präsenz und so weiter. Dann für diese einzelnen Einheiten die Methoden und Sozialformen zuzuordnen.
Und das ist so ein bisschen am Anfang, wenn man da noch nicht so geübt ist, manchmal ein bisschen heikel. Also ich erlebe da oft, dass Lehrende in meinen Workshops so unbedingt das richtige Tool finden wollen für die Methode. Und gleichzeitig beobachte ich, dass manchmal die Methode so ein bisschen ins, also die Methode rückt nach hinten und das Tool nach vorne. Und eigentlich wäre, dass sie die Medien in Moodle oder in der Plattform, die sie haben, oder auch draußen im Netz, so Sachen wie Padlet und Etherpad und so weiter, genauso behandeln wie eine Tafel, ein Flipchart und eine Kartenabfragewand. Ich merke immer, digitalen Medien bekommen so eine große Bedeutung, weil die, glaube ich, auch teilweise dann so neu sind oder in sich so eine Faszination haben. Und letztendlich ist gut, wenn sie im Planungsprozess eine Handlungssicherheit bekommen, wie sie die bedienen, aber dann wieder wie ein bisschen an den Platz verweisen, wo sie hingehören. Die Medien sind nur da, um ihnen zu helfen, Methoden zu unterstützen und kein Selbstzweck. Und ich hatte es auch am letzten Mittwoch schon mal gesagt und ich wiederhole es immer wieder. An Schulen, also an ja, normalen Schulen wurde oft der Fehler gemacht, dass digitale Medien eingeführt wurden. Und dann gab es so einen Tag Einführung in Moodle oder in was auch immer die benutzt haben, an Lernplattform. Und dann haben die Lehrer so einen Medienfokus gehabt. Und es so ein bisschen als PowerPoint aufkam, war das ähnlich. Da haben Leute, die was präsentiert haben, manchmal dann die Worte so in Spiralschrift einfliegen lassen oder so in Schreibmaschinenschrift einblenden oder mit so einem Bums landen. Das sind ganz nette Effekte, aber von unserer, also wahrnehmungspsychologisch nicht unbedingt Mehrwert. Also manchmal schon, wenn man mal einen Gag machen will oder Aufmerksamkeit. Aber wenn das zu viel ist, lenkt das einfach auch vom Inhalt ab. Und es gibt das Cognitive Load Konzept, das ist im Prinzip, wohin geht meine Aufmerksamkeit und wie viel kognitive Ladung kann ich in einem Moment verarbeiten, aber auch über wie lange Zeit. Ja, das sind so beide zwei Aspekte. Und da ist einfach wichtig, dass die Medien auch nicht so ein Feuerwerk werden. Ich hatte mal einen Kurs begutachtet, die hatten drei parallele Räume und 25 Studierende und die haben sich überhaupt nicht mehr gefunden, die Studierenden. Also was eine ganz gute Prüffrage für Sie ist, wenn der oder die Studierenden zu Hause sitzen und die haben ein Anliegen, wissen die sehr klar, wohin, in welches Medium die sich damit wenden? Also ist das sehr, sehr klar, welches Medium quasi welche Funktion übernimmt? Und digital rutschen die Methoden auch für die Studierenden ihrer Wahrnehmung manchmal ein bisschen nach hinten, weil die vor allem das Medium sehen. Das wäre so ein bisschen wie, um eine Analogie zu finden, sie stellen das Flipchart in den Raum vor die Studierenden und sie stellen sich hinter das Flipchart und sagen manchmal was, aber die Studierenden starren vor allen Dingen auf das Flipchart. Ja? Und ganz wichtig ist, glaube ich, immer wieder den Prozess, der eigentlich stattfinden soll, in den Vordergrund zu schieben. Also wozu wird es jetzt gemacht? Und mein Hauptappell an Sie ist eine Methodenorientierung in Ihrer Planung und nicht eine Medienfaszination zu obliegen. Und das beobachte ich immer wieder. Deshalb ist wichtig, dass Sie den Bauchladen kennen. Das sind Ihre Werkzeuge. Aber genauso, wenn Sie einen Schraubenzieher in die Hand nehmen, sagen Sie auch nicht, oh, ich will heute Schraubenzieher benutzen, sondern Sie sagen, ich will irgendwie eine Gardinenstange anbringen. Oder Sie sagen ja auch nicht, was machst du am Sonntag? Ich fahre BMW. Sondern Sie sagen, ah, ich will nach Hamburg fahren. Momentan geht es nicht mit Corona. Aber Sie würden ja auch nicht sagen, ich will hauptsächlich Audi fahren oder BMW fahren. Ich mache hier keine Werbung. Aber das ist so ein bisschen, ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Wichtig ist, der Prozess wäre zum Beispiel rezeptives Lernen. Studierende sollen sich was anhören, um das dann anzuwenden. Oder was erarbeiten. Sie sollen kollaborativen Texte erarbeiten, zum Beispiel im Wiki. Sie sollen Text lesen und sich Gedanken machen, wie die Methode anzuwenden ist. Und dafür, für dieses Überlegen, nutze ich einen Multiple-Choice-Test, wo ich verschiedene Entscheidungen anbiete. Oder sie sollen ein Statement ins Wiki machen oder ins Forum. Also, dass sie eher überlegen, wie kann ich diesen Prozess unterstützen und nicht, Hauptsache ich nutze das Medium. Ich hoffe, dieser Appell, kommt an. Das ist, ich sehe den Konzepten immer an, wenn die so mediengetrieben werden. Ja. Genau. Ja. Gut. Und natürlich, ich habe jetzt die Chatbeiträge jetzt nicht alle gelesen. Natürlich ist es immer auf den Inhalt bezogen und
Genau, und was Herr oder Frau Gaber gerade schreibt, genau. Also wir kommen noch zu Sozialformen, auch das ist abzuwägen, was mache ich online, was in Präsenz, in welchen Sozialformen, da kommen wir gleich dazu. So, wir gehen jetzt mal nur in so eine Lerneinheit rein. Das wäre jetzt eine Einheit und meine Anregung an Sie wäre auch für die Planung, für die Konzeption, für die, die was einreichen wollen, mit so einer Tabelle zu arbeiten, bitte nur eine Lerneinheit ausarbeiten, sonst haben die Feedbackgeber zu viel Arbeit. Also es wird Angaben geben, die für die gesamte Veranstaltung gelten, zum Beispiel, wie viele Teilnehmer sind es, das Fach, das Lernziel oder das Kompetenzziel der gesamten Veranstaltung, wo ist es verankert, Bachelor, Master, in welchem Fach, wie viele Leute haben sie, gibt es eine Prüfung, welche Art Prüfung, Prüfung ist sehr relevant. Ich mache jetzt hier nicht so hochschuldidaktische Grundlagen, aber so dieses Constructive Alignment, das heißt, Studierende orientieren sich sehr stark auf die Prüfungsform in dem ganzen Lernverhalten. Das ist sehr relevant. Das sind Angaben, die wir für die gesamte Veranstaltung machen und für eine Kurseinheit, also für eine Einheit mal auszuarbeiten, wie ist das Zusammenspiel Medienmethoden und sich zu überlegen. Jetzt kann sein, wenn Sie eine Einheit nehmen, die in Präsenz beginnt oder mit einer virtuellen Präsenz, dass Sie diese oberen Zeile mit Selbstlernphase, Präsenzphase abändern müssen. Das heißt, Sie beginnen vielleicht mit Präsenz oder mit einer Webinar-Session, also eine virtuelle Präsenz. Also das ist jetzt nur ein Beispiel für so eine Einheit. Lernziel und Inhalt ist ganz wichtig oben. Sie können das sogar nochmal differenzieren und sagen, also der Präsenzanteil hat dieses Lernziel eventuell, aber für die ganze Einheit. Manche unterteilen das nochmal. Manche machen das auf der Ebene. Zu den Lernzielen. Schön ist hier ein Bezug auf Plum oder die neue Version. Ich blätter einmal kurz vor, dann blätter ich wieder zurück von Anderson und Gradwohl. Ich zeige auch gleich die Unterschiede und letztendlich ist eine Kompetenzorientierung bedeutet eigentlich, welche Aktivität oder Handlung vollzieht ein Studierender, um zu sehen, habe ich eigentlich selbst das Lernziel erreicht von diesem Schritt? Und es geht eigentlich gar nicht so darum, dass ich das immer als Lehrer überprüfen muss, sondern es wäre eigentlich auch für den Studierenden relevant, kann ich das eigentlich? In der extrem lernerorientierten Didaktik würde man eventuell sogar sagen, es gibt ein Lernziel für den Kurs. Es gibt ein paar Berufsschulen, die es umsetzen. Es gibt Lernziele für den ganzen Kurs. Und Studierende überlegen sich selbst, welche Aktivitäten sie vornehmen, um die zu erreichen. Das ist wahrscheinlich für die meisten von Ihnen unüblich, aber es gibt tatsächlich Berufsschulen, die es umsetzen. Eine ist die Oskar-von-Miller-Schule in Kassel. Die machen das im EDV-Bereich, wo die Studierenden wirklich ihre selbst quasi die Methoden definieren, also die Aktivitäten, die sie machen, um ein Lernziel zu erreichen. Ist natürlich sehr aufwendig. Die gehen dann nochmal zum Lehrer für ein Lehrergespräch. Ist aber auch eine Möglichkeit, in der Hochschule das zu machen, dass ich quasi Studierenden auch Freiheitsgrade gebe und sage, wie willst du da hinkommen? Ein bisschen in die Richtung geht man, glaube ich, wenn man forschungsorientiert arbeitet und Studierende zum Beispiel eigene Forschungsprojekte sich aussuchen und selbst entwickeln. Ist eine andere Didaktik, als wenn ich eine Vorlesung habe und das Lernziel sehr vorgegeben ist, ich das sehr strukturiere. Wir können jetzt nicht so, also hochschuldidaktische Grundlagen lasse ich heute ein bisschen weg, sondern referenziere eher drauf. Was es da gibt, ist, dass man für diese einzelnen Kompetenzstufen Aktivitäten definiert, wie Studierende quasi dahin kommen. Also das eine ist, dass die Lernzieldefinition auch mit Verben definiert ist. Also Studierende können erklären, können entscheiden, haben einen Überblick, können erklären. Und wir für die höheren Lernzielstufen andere Aktivitäten brauchen als unten. Und zum Beispiel bei dem Wiedergeben von Fakten, das ist was, was auch mit Multiple-Choice-Test abgefragt wird. Das heißt, hier eventuell auch automatisierbare Prüfungsformen mit automatisiertem Feedback. Ein anderes Wort ist hier Machine Grading. Und je höher wir kommen, je mehr ist natürlich selbst zu konstruieren. Eventuell ist es nicht mehr automatisch mit Feedback möglich. Ja, wahrscheinlich kommen einige aus den Fächern, wo es gar nicht möglich ist. Manchmal kann man bei den Grundlagen so noch mit automatischem Feedback arbeiten. Das müssen Sie entscheiden. Manchmal kann man auch, aber auch so anwenden, mit Multiple-Choice-Tests machen, indem einfach zum Beispiel Entscheidungen zu treffen sind. Ja. Man kommt inzwischen mit Multiple-Choice-Tests höher in den Lernzielstufen, als man so früher dachte. Da sind, gibt es eine Menge Literatur und Ansätze auch dafür. Aber natürlich, wenn man selbst was kreiert, wie Sie jetzt ein Konzept machen, das ist dann hier bei der Synthese.
Und bei der das Peer-Feedback, was sie sich hier gegenseitig geben, ist auf der höchsten Stufe Beurteilung, Evaluation. Also wir bewegen uns hier auf Ebenen, was nicht mehr vollautomatisch mit Feedback geht. Wer schöne Sachen dazu geschrieben hat, ist auch Carsten Wolf von der Uni Bremen. Der hat was zum Thema kompetenzorientiertes Prüfen gemacht, auch im Kontext von Berufsschulen. Da gibt es auch ein paar nette Videos und Texte von ihm. Und die oberste Stufe ist das, was sich unterscheidet bei Anderson und Krathohl gegenüber Plum. Da ist quasi, ich blätter noch mal hin und her langsam, oben ist Beurteilen, Evaluation, Synthese, ist quasi ein bisschen wie gedreht. Also oben ist das Kreieren zu Neuem und Beurteilen, Evaluation eins drunter. Aber das kennen Sie wahrscheinlich aus Studiengangsentwicklung, Modulbeschreibung und so weiter. Ja, und hier ist schön, wenn Sie quasi in Ihrer Planung, Ihrer Einheit auch überlegen, auf welchem Kompetenzlevel bewege ich mich hier eigentlich und dann davon auch Aktivitäten ableiten, die zu diesem Level passen. Und wie gesagt, für eine Grundlage, damit die einfach nur irgendwas sitzen haben an Grundlagenwissen, ist ein Multiple-Choice-Test absolut okay, damit eventuell Faktenwissen da ist, um eben dann auf einer Synthese-Ebene oder was kreieren zu können. Also ich verteufel jetzt nicht unbedingt nur Multiple-Choice-Tests, man muss einfach gucken, was passt. Ja, und wichtig ist noch dann, das zu verbinden, also zu schauen, wie sind denn die Übergänge aus der Selbstlernphase in die Präsenzsitzung. Mit welchen Methoden möchte ich das machen? Das kann auch eine Methode für alles sein, also ein Konzept machen und hier wird es mal vorgestellt, also das geht es dann zu beschreiben. Und die Sozialformen sind wichtig. Also macht das Studierende alleine, machen die das in der Gruppe oder machen die eine Phase alleine und dann in der Gruppe. Ich habe noch auf e-Teaching.org mal was gemacht zum Thema Kooperation und kollaboratives Arbeiten. Auch dazu haben wir einige Links bereitgestellt. Was auch noch wichtig ist, dass wenn Studierende in Gruppen was machen und die Aufgabe ist einfach zu simpel und ist nicht zerlegbar und könnte gut von einem gemacht werden, dass das zum Beispiel dafür zu führen kann, dass wir Trittbrettfahrertum erzeugen, einfach dadurch, dass wir eine Aufgabe stellen, die gar nicht komplex genug ist, um als Gruppenaufgabe gelöst zu werden. Also auch sowas gibt es zu beachten. Wie gesagt, dazu gibt es nochmal eine extra Einheit. Wenn noch Fragen sind am Ende, kann ich dazu noch was sagen. Wichtig wäre zum Beispiel auch hier, wenn in der Selbstlernphase hier eine Gruppenarbeitsphase wäre, dann sich zu überlegen, an welcher Stelle bilde ich denn die Gruppe und wie treffen die sich. Also ich sehe viele Konzepte von Lehren, da steht oft, das ist in Gruppe. Und die erste Frage, die ich dann stelle, ist, wann bilden Sie die Gruppe und nach welchen Kriterien? Was ich zum Beispiel mache, wenn ich eine echte Präsenz habe und da Gruppen bilde zum Beispiel nach Interessen. Was ich manchmal mache, ist, dass die Themen nennen und ich hänge die vorne hin als Karten auf eine Kartenabfragewand. Und dann bilde ich Gruppen nach Interessen an Themen und damit lösen die sich mal aus diesen üblichen Klicken, in denen die so rumhängen. Ja, dann merken die gar nicht, dass sie diesmal nicht mit ihrer besten Freundin immer machen, sondern sie gehen aufs Thema und arbeiten auch mal mit anderen Studierenden zusammen. Das ist auch mal ganz gut als Vorbereitung für ein Berufsleben, wo man auch immer nicht immer mit seinen Kumpels arbeiten kann. Und was ich dann mache, ist, dass ich die Studierenden in der Präsenzveranstaltung nochmal in die Gruppen gehen lasse und sich zum Beispiel verabreden lasse, wie wollt ihr zusammenarbeiten? Wollt ihr euch treffen? Wollt ihr online kooperieren? Habt ihr einen Ort, wo ihr Dokumente ablegt und so weiter? Ich hatte folgendes Phänomen mal, dass ich eine Fortbildung hatte, die habe ich 17 Mal durchgeführt. Das war eine dreimonatige Erwachsenenbildungsveranstaltung. Und manche Gruppen haben sehr erfolgreich über eine achtwöchige Gruppenphase, wo die sich nicht getroffen haben, zusammengearbeitet, manche nicht. Und dann habe ich so untersucht, woran das lag und habe gesehen, dass die Gruppen, die sich in der Präsenz, bevor die auseinandergegangen sind, in die achtwöchige Online-Phase nochmal hingesetzt haben und gut verabredet haben, wer macht was bis wann, in welcher Rolle und wie treffen wir uns, erfolgreicher waren als die Gruppen, die in dieser Gruppenarbeitsphase nur über den Inhalt diskutiert haben. Ja, so dass ich das dann etabliert habe, dass ich gesagt habe, bevor ihr auseinandergeht, verabredet ihr euch, in welchen Medien ihr kooperiert, wie oft ihr euch kontaktiert, ob ihr zum Beispiel synchrone Sitzungen habt, sei es Skype, sie euch trefft oder so, ob ihr jemand habt, der koordiniert. Das kann ich heute nicht alles machen, aber dazu gibt es auch Literatur. Es gibt zum Beispiel, dass regelmäßige synchrone Events einer Gruppe auch helfen, bis zu diesem Zeitpunkt was abzugeben. Weil wenn ich weiß, ich sehe die anderen dann,
dann mache ich vielleicht noch meine Hausaufgaben schnell und liefere meinen Beitrag. Also wenn ich alles asynchron mache, dann kann einfach passieren, dass man es immer vertagt. Also so im Forum, ach, ich mache das morgen, ach, ich mache das morgen. Aber wenn ich weiß, Samstag sehe ich alle, dann die Aufgaben noch erledigt. Das heißt, synchrone Events auch in Gruppenarbeitsphasen können, diese Taktung kann zu dem Erledigen von Aufgaben führen. Und vor allen Dingen eignen sich synchrone Events für Abstimmungsprozesse. Dazu gibt es eine komplett eigene Theorie. Konvergente Prozesse, also Abstimmungen, lassen sich leichter synchron machen, zum Beispiel per Telefon, Treffen oder so Videokonferenzen, als in asynchronen Tools. Das wissen Sie, wenn Sie mit 5 Leuten versuchen, einen Termin per E-Mail abzustimmen. Daraufhin Doodle erfunden, weil es so schwierig ist. Ja. Ja, und das ist jetzt quasi unsere heilige Kuh, vor der ich aber jegliche Angst nehmen würde. Das gilt hier auch ein bisschen mutig zu sein und auszuprobieren. Es gibt oft naheliegende Medien, also Beispiel, dass ich zum Beispiel diese Einreichung, die Sie jetzt in Folge machen, wo Sie schreiben Ihren Namen rein und schreiben dann also den Titel rein und danach machen wir, wer gibt Feedback? Das könnte ich in einem Etherpad machen, für die, die das nicht kennen, ich verlinke mal ein Etherpad für einen anderen Zweck oder im Wikimoodle. Also manchmal gibt es zwei sehr in der Nähe beieinander liegende Tools, die in Frage kommen. Und manchmal ist eins davon in der Lernplattform und das andere draußen. Also sind auch Entscheidungsprozesse, die dazu führen können, dass ich sage, ich möchte in der Lernplattform der Hochschule bleiben. Oder ein Entscheidungsprozess kann auch sein, ach, das kennen die schon, ich nutze das Tool, das ist schon bekannt. Oder umgekehrt, oh, das Tool hatten wir schon 10 Mal, ich muss hier mal was, die sollen mal was anderes kennenlernen. Oder zum Beispiel bei Lehramtsstudierenden, dass ich sage, ich möchte, dass die auch andere Tools kennenlernen. Oder ich kann Studierenden manchmal auch überlassen, es gibt folgende Tools. Also ich habe das schon gemacht, dass Studierende was erstellt haben. Und dann konnten die selbst wählen. Gerade im Lehramtsbereich haben die bei uns so Werkstücke gemacht, so Artefakte. Und die konnten sich selbst aussuchen, ob sie das im Wiki machen, ob sie eine Blog-Software nutzen wie WordPress, also ob sie einen kleinen Film drehen, Podcast machen. Also auch manchmal ist hier auch eine Wahlfreiheit möglich. Ja, also kommt drauf an. Ja, und es gibt halt Medien, die so eher wissensvermittelnd sind, also wie Video, eine Website, ein Text. Und es gibt Medien, die eher kommunikativ, kollaborativ sind, also wie Forum, Chat, Wikis, Blog, Abstimmungstools. Und es gibt so instruktionale Medien wie zum Beispiel Lernprogramme oder auch Quizzes und so weiter. Ich werde Ihnen nochmal so eine Landkarte der verschiedenen Medien bereitstellen. Jetzt zu den Sozialformen. Also auch was wichtig ist, ist, dass Sie sich überlegen, wenn Studierende was einreichen sollen zum Beispiel. Also wenn hier werden wir die Konzepte einsammeln. Und angenommen die Aufgabe so, dass sobald jemand was eingereicht hat, der andere demotiviert ist, die Aufgabe auch zu machen, weil die Antworten wären so ähnlich, dann lohnt es sich, die Einreichung der Studierenden voreinander zu verstecken. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Aufgabe haben, wo Sie nicht abschreiben sollen, also Sie jetzt würden hier teilnehmen, wenn meine Studierenden, und ich will nicht, dass Sie voneinander abschreiben, dann kann sein, dass ich eine Einreichungsform wähle, wo nur ich die Ergebnisse sehe. Und das wäre zum Beispiel jetzt in Moodle eine Art Datei-Upload. Ja. Und Sie müssen halt immer gucken in Ihrer Plattform, deshalb brauchen Sie ein bisschen müssen Sie diese Tools kennen, was steht mir eigentlich zur Verfügung, das ist der Bauchladen, um das umzusetzen, die Methode. So dass nur Sie an diese Einreichung drankommen. Wenn ich aber jetzt ein LMS, Entschuldigung, Lernmanagementsystem, vielen Dank, ja. Das hatte ich jetzt vorher manchmal gesagt, genau. Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte was Plenares haben, das wäre äquivalent zu einem Setting in einem Raum, wo ein Studierender was sagt, die anderen hören das, dann würde ich ein Tool nehmen, wie zum Beispiel das Forum. Und das könnte ich auch machen, dass Studierende auch im Forum Dateianhang machen. Das werden wir hier nutzen, weil es okay ist, wenn Sie alle die Einreichung der anderen sehen. Ja? Das ist nichts Geheimes und Sie können auch nicht voneinander abschreiben. Und Sie brauchen die ja auch, damit Sie einander Feedback geben können. Was es auch noch bei manchen Lernplattformen gibt, also Lernmanagementsystem, LMS, dass Studierende alle was einreichen und ich zum Zeitpunkt X
das für alle öffentlich machen kann, dass ich die nicht manuell quasi aus der alle noch als PDF dann irgendwie oder als Datei freisetzen muss. Aber das ist jetzt quasi speziell abhängig von der Plattform. Mir geht es nur mal darum, dass Sie wissen, was gibt es eigentlich so als Optionen. Also zusammenfassend will ich was einsammeln, was die anderen nicht sehen können, nur ich sehe oder zum Zeitpunkt X nur ich sehe und danach erst alle oder auch danach nicht die anderen studieren oder ist es eher plenar, jeder darf mitkriegen, was die anderen machen. Und dann gibt es noch eine Sozialform, die eben wäre, ich lasse was in Gruppen erarbeiten und dann besteht in diesen Plattformen oder LMS, Lernmanagementsystem, manchmal auch die Möglichkeit, dass ich jeder Gruppe auch nochmal ein eigenes Forum gebe oder einen eigenen Chat oder auch so eine Dateiablage. In manchen Plattformen macht das viel Arbeit. Also in Moodle muss ich dann immer die Gruppen anlegen und denen das geben. Es gibt Plattformen wie OLAP, die wurde eben auch schon erwähnt, da können die Studierenden sich selber mal sowas anlegen. Ich selbst gehe nicht in diese Gruppenräume rein und gucke dann, ob die da irgendwie was die nutzen. Also ich bin eher so wie so Management by Objectives. Also bei mir ist so, es gibt einen Ort, wo die Teilnehmer dann was einreichen. Ich gehe nicht in die Gruppenräume und hole mir dort die Dateien raus. Erstens möchte ich, dass die Gruppenräume bleiben. Ich gehe da nicht rein. Und zweitens, wenn ich mir eine Datei da rausholen würde, wäre es vielleicht gar nicht die letzte Version und ich habe da irgendwie knapp vorbeigeklickt oder es war noch nicht fertig oder so. Also ich schaffe Orte der Abgabe, wo Studierende mit mir kommunizieren und es gibt Orte, wo die Studierenden untereinander kommunizieren. Wenn Studierende jetzt die Angebote, die ich denen bereitstelle in so einer Lernplattform, wie wir auch hier in Moodle haben, nicht nutzen, ist es für mich auch okay. Also wenn die sagen, wir treffen uns in Skype, wir machen eine WhatsApp-Gruppe, auch fein. Also für mich ist wichtig, dass es einen Ort gibt, wo die ihren Endbericht oder sowas abgeben oder auch Zwischenstände, ihr Abstract, ihr Forschungsdesign und so weiter. Und dafür gibt es Termine und Orte der Abgabe und es gibt eben den Gruppenraum, wo die untereinander sind. Ich habe in irgendeinem Chatbeitrag, glaube ich, irgendwo gelesen, dass eine Sprachlehrerin in die Gruppenräume reingeht, um zu gucken, ob die auch brav in der Zielsprache, die sie lernen sollen, sprechen. Das kann man machen, aber muss man nicht. Solche Sozialform ist nicht nur auf den Lernmanagementsystem umsetzbar, sondern das ist auch das, was wir nächsten Mittwoch machen wollen mit den sogenannten Breakout-Rooms. Das heißt, Sie würden jetzt hier in der Session in Dreier-, Vierer-, Sechser-Teams in Untergruppen gehen und dann miteinander sich sogar sehen können, sprechen können, chatten können und nach einer Zeitpunkt X wieder in den Hauptraum reingehen. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man quasi in Zoom, für die das schon genutzt haben, da läuft also die Zeit ab. Dann sieht man noch 2 Minuten, noch 1 Minute und zack, ist man wieder im Hauptraum. Das heißt, ich muss nicht irgendwie diese Gruppenräume reingehen und die Leute mühsam zurückholen. Das ist bei den Live-Sessions, ja. Was ich schon gemacht habe, dass ich für Studierende, wenn die Gruppen gebildet hatten, hatte ich so wie so eine Menükarte, als würden die eine Pizza bestellen und die haben mir, bevor die aus dem Raum sind, oben einen Gruppennamen gegeben und dann so angekreuzt, was sie wollen. Und dann habe ich denen so Gruppenräume eingerichtet. Das ist, wenn ich eine Plattform habe, wo die es nicht selbst machen können. Ja. Was immer gut ist, und damit muss ich auch leider, Sie sehen, das ist eines meiner Lieblingsthemen, gruppenorientierte Arbeit, aber da gibt es quasi ein eigenes Video dazu, beziehungsweise vielleicht machen wir im Nachgang nächsten Wochen, ich bin noch am Verhandeln mit eTeaching.org, ich würde es mit dem kooperativen Lernen gerne nochmal geben. Das ist eine Spezialsession nochmal dazu. Es gibt so Phasen von Gruppen, Norming, Storming, Performing. Was ich immer mache, wenn ich Gruppen bilde, dass die recht schnell eine erste Einreichung machen müssen, in Gruppennamen, ein kleines Abstract, innerhalb von einer Woche nach der Gruppenbildung, sodass die schnell zum Laufen kommen und nicht erst Wochen später merken, oh, ich habe gar nicht die E-Mail-Adresse von allen anderen. Ja. Okay. Und auch hier kann sein, auch genau wie vorher in dem Bild, ich gehe nochmal gerade zurück. Wo ich diese Überlegung habe, ist es plenar oder ist es, dürfen alle schon sehen, was die anderen machen? Genau das kann ich für Gruppen haben. Das kann sein, die reichen an einen Ort ein, wo die anderen das noch nicht sehen können, oder die reichen an einen Ort ein, wo die anderen das sehen können. Das sind so Aspekte, die man bei der Planung, Methoden, Medien beachtet. Ja, Gast M, ich will auch. Ja, wir müssen anüberreden. Ansonsten gibt es die Session schon mal als Auszeichnung, aber ich mache die gerne auch mal neu. Ich gebe die echt gerne. Also man hört so ein bisschen Gruppenarbeit, so eins meiner liebsten Themen. Gut, dann ist noch zu beachten, wir kommen Richtung Ende der Konzeption, die Workload.
Was ich manchmal mit meinen Studierenden mache, ich mache echt eine Wörterkalkulation, rechne denen das vor. Das Beispiel wäre eine Einheit mit 5 Credits. Fünfmal, ein Credit sind 30 Stunden, 5 mal 30 sind 150 Stunden im Semester. Ist eine ganz schnelle Kalkulation. Wenn ihr keine Prüfung, keine Hausarbeit hätten, geteilt durch 15 Wochen, wären 10 Stunden pro Woche. Oder schrecken die schon mal? Davon 2 in Präsenz oder 4 in Präsenz. Bei Vorlesungen, Tutorien bleiben 6 Stunden Selbstlernphase pro Woche. Ja. Wenn man von den 150 Stunden Workload im Semester eine Hausarbeit hat oder Klausur, kann man die noch abziehen, bevor man das teilt, kommt vielleicht auf 4 Stunden Selbstlernphase pro Woche. Ich rechne den Studierenden das oft vor und sage, okay, also eigentlich kann ich von euch 6 Stunden Selbstlernphase pro Woche haben. Das greift niemand ab. Das hat die Schulmeisterstudie, die Zeitgleichstudie auch gezeigt. Aber ich sage, 2 Stunden pro Woche hätte ich schon gerne. Und dazu habe ich im letzten Mittwoch ja auch ein bisschen was gesagt, dass wir weggehen wollen von den Bulimielern, dass die Workload am Ende hochgeht und zack abbricht, sondern die im Semester immer mal so ein bisschen hochhalten wollen. Und das sehen Sie durch so eine Planung, wie viel Arbeit haben eigentlich Studierenden? Und dann natürlich das Allerwichtigste, wie viel Arbeit habe ich mit dem Konzept? Also das ist ganz, ganz wichtig zu sehen, können Sie das überhaupt betreuen? Ich habe schon Konzepte gesehen, wo Lehrende ganz tolle Konzepte hatten und nach 2 Wochen gemerkt haben, ich kann die nicht betreuen und das Konzept stillschweigend abgebrochen haben. Was manchmal passiert ist, dass Studierende dadurch, dass sie was einreichen, wie eine implizite Erwartungshaltung haben, jetzt bekomme ich Feedback und sie das gar nie geplant haben, da Feedback zu geben. Und es ist, glaube ich, auch oft wichtig mitzuteilen, ob sie geplant haben, dass hier Feedback gibt oder ob es nur um den Transfer gibt. Und wenn jemand Fragen hat, soll er die explizit im Forum stellen. Ja, also wir haben oft implizite Erwartungshaltung durch eine Methode, die wir gar nicht vorhatten zu erfüllen oder auch gar nicht wissen, dass die bei den Studierenden entsteht. Deshalb ist Kommunikation auch über Lehrende mit Studierenden sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich mache das echt manchmal, also ich sage dann auch zum Beispiel, in welchem Zeitrahmen ich auf E-Mails antworten werde, dass ich da manchmal 48 Stunden brauche und am Wochenende nicht und so, dass ich da nicht immer innerhalb von 3 Stunden antworten werde oder dass ich hier gar kein nicht vorhabe, Feedback zu geben, dass es gut ist für Sie selber, was zu machen, aber wenn Sie dazu eine Frage haben, dass wir uns das gerne anschauen können. Ja. Also sehr klar zu machen, wo gibt es auch Feedback und wo nicht. So, und jetzt schaue ich diese, das ist jetzt nur eine Einheit, wie ich die anschaue. Also zum Beispiel die eine ist, und das ist, was Sie für sich machen könnten, aber auch dann im Feedback. Kann ich das, was ich methodisch hier mache, betreuen? Beispiel, wenn ich von 60 Studenten ein Essay schreiben lasse, wo sie ein Buchkapitel gelesen haben, das zusammenfassen. Ist eine super Idee, was zusammenzufassen. Und dann sehen, oh, 60 Studenten, halbe Seite, das sind 30 Seiten, das schaffe ich gar nicht, das zu lesen. Und dann eventuell hochgehen bei der Methode, dann sagen, oh, ich mache halt doch einen Multiple-Choice-Test, nicht weil ich den gut finde, sondern es ist die einzige Chance, es zu betreuen. Das ist eine Möglichkeit. Oder sagen, okay, das ist so wertvoll an der Stelle, ich möchte das so betreuen und dass ich das direkt in Ihren Kalender eintragen, hier brauche ich einen halben Tag Betreuung. Ja. Mit der Zeit bekommen Sie auch ein Gefühl dafür, wie viel Zeit Sie brauchen. Ich habe am Anfang, als ich mit E-Learning anfing, mir genau in Excel-Tabellen aufgeschrieben, wie viel lange brauche ich für was zur Betreuung, damit ich ein Gefühl bekam, wie aufwendig ist es zu betreuen. Ein anderes Zusammenspiel, das ich anschaue, werde ich Ihnen gleich nochmal erklären. Das ist die Planungstabelle, die ich bereitgestellt habe. Die gibt es als Word. Die können Sie benutzen, müssen es aber nicht, weil Sie sich jetzt mal denken müssen, dass ich dieses Präsenz, Online-Präsenz oder selbst in Phase um 90 Grad drehe. Also ich kippe das jetzt und die Tabelle sieht so aus, aber wie gesagt, die ist optional. Sie müssen die nicht benutzen. Und da sehen Sie das einfach jetzt mal um 90 Grad gekippt. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel in der ersten Lerneinheit gar nicht vorhaben, in der zweiten Präsenzphase das irgendwie zu thematisieren, dann lässt man es einfach leer oder löscht das. Und Sie sehen, dass hier die zum Beispiel P2, ich hoffe, Sie können es einigermaßen erkennen, P2 aufgeteilt ist, also hier endet LE1 und die Lerneinheit 2 wird begonnen. Aber wenn Sie sagen, eine ist nur online, dann hätte eine Lerneinheit auch nur bei online was oder Selbstlernphase. Ja. Das hilft zur Planung, muss aber nicht sein. Was ich oft merke, dass
Also wenn Lehrendes ausfüllen, dass sie, wenn sie keine Methoden, Medienspalte hätten, mir nur die Medien reinschreiben und nicht die Methoden. Und eigentlich sind die Methoden das Wichtige. Ja, ja, wie ich dann drauf schaue auf sowas ist, ich gucke dann mal vertikal durch. Gibt es hier einen Methodenmix? Das hatten wir auch in der einen Einheit und es gab es auch nochmal im Forum. Ich würde hier kein zu großes Feuerwerk machen, aber auch nicht. Bei diesem Massive Open Online-Kurs ist manchmal Video gucken, Multiple Choice Test, Video gucken, Multiple Choice Test, Video gucken, Multiple Choice Test. Man nennt das eine didaktische Figur und es ist manchmal so ein bisschen nach 2 Wochen langweilig. Das heißt, hier kann ich gucken, habe ich eine Methodenvariation. Wenn ich aber merke, Studierende kommen überhaupt nicht mit irgendwas klar, dann kann sein, dass ich dann doch bei einer Methode bleibe, bis die klappt und nicht ein Riesenfeuerwerk hier mache. Das heißt, ich habe hier manchmal einen Plan B. Das hatte ich schon erwähnt. Das Zusammenspiel, kann ich die Methoden, die ich hier habe, überhaupt betreuen? Das ist ein Blick, wie ich drauf schaue. Und dann bei den Medien, passt es zur Medienkompetenz der Lernenden? Und habe ich die zur Verfügung? Welche nehme ich? Und was ich dann auch manchmal mache, ist, dass ich Medien, die ich zum Beispiel für eine Projektarbeit bei den Studierenden einsetzen möchte oder denen anbieten möchte, vorne übe. Das heißt, ich baue im Semester mit den Studierenden die Medienkompetenz auf, die sie vielleicht für ein Forschungsprojekt hinten brauchen. Oder auch den Umgang mit diesen Medien. Beispiel, wenn ich möchte hinten, dass sie zu viert im Projekt was machen oder zu dritt, würde ich vorne vielleicht schon im Zweierteam mal was machen lassen, dass die merken, wie schlimm es ist, wenn der andere sich nicht meldet. Also, dass es auch so, dass so eine Art Online-Kooperationskompetenz aufgebaut wird, aber auch Bedienung der Medien. Und nicht das Medium auf einmal plötzlich bedient werden muss, wenn es ganz wichtig ist, sondern ich so sukzessive diese Medienkompetenz aufbaue. Das ist auch was, worüber Jimmy Selman ein bisschen schreibt mit der Mediensozialisation, dass ich auch so ein bisschen auch um die Kompetenzen, die es einmal auf der medientechnischen Ebene braucht, aber auch auf der Kooperationsebene oder auch wie bediene ich was oder wie gebe ich Feedback, wie schreibe ich was, dass ich das mit aufbaue. Das sind wie sekundäre Lernziele. Und bei den Medien gab es ja die Frage, wie viele Medien sind richtig, kommt drauf an. Ich würde in einer Einheit nicht mehr als 2 Medien machen. Und manchmal, wenn ich für die Projektarbeit ein Medium habe, führe ich das ein bisschen später ein. Das heißt, ich gucke mal, dass die Kommunikation zwischen den Teilnehmern und Medienteilnehmern steht und dann ein bisschen, das war dieses eine Bild, später diese Projektarbeit. Ich hatte mal eine Lehrende, die hatte so eine Kursumgebung, wie wir sie haben, plus ein E-Portfolio-Tool, das wurde ja auch ein paar Mal erwähnt. Und es war so parallel und Studierende wussten gar nicht, wo ist denn eigentlich was. Und dann haben wir einfach die Einführung des E-Portfolio-Tools ein bisschen später eingeführt, da bei den Studierenden ganz klar war, für was sie das nutzen. Ja. Ja, soweit mal. Ja, und die Workload im Blick zu behalten, klar, ist es machbar. Meistens sind wir sowieso unterhalb der Workload, die wir so verlangen. Genau. Nee, also der Aufwand für das Medium, also genau, was Sie haben, hier würde ich nur die Betreuungsaufgaben haben, die Sie quasi in der Woche betreuen und die Vorbereitungsaufwand, also die ganzen Tools anlegen und so weiter, das ist quasi nochmal extra. Das können Sie natürlich hier reinschreiben, aber Sie können das auch als Erinnerung hier sich reinschreiben oder quasi als extra Block vorher. Wenn Sie einen Kurs wiederholen, ist ja auch schon viel da. Aber letztendlich ist es Ihre Tabelle, wie immer Sie die benutzen. Also es geht ja nur darum, dass Sie merken, schaffe ich das oder nicht. Das heißt, Sie könnten auch hier aus der Spalte Vorbereitung und Betreuungsaufwand machen. Ja, passen Sie das einfach für sich an, wie Sie möchten. Okay, ja, wie geht's weiter? Ich sage nochmal kurz, wie es weitergeht, dass Sie es in Fragen mit reinnehmen können. Dann blende ich auf die Fragen. Für die, die weitermachen wollten, wäre schön im Wiki, das ist im Modul hier dabei, bis 26.04. einzutragen, wie heiße ich und den Titel des Konzepts. Und danach können sich 2 Personen unten drunter als Feedbackgeber eintragen. Das machen wir vom 27. bis 30., dass sie sich als Feedbackgeber eintragen. Am 30. dann ihr Konzept einreichen. Da mache ich so eine Upload-Funktion. Wir machen das im Forum. Wichtig wäre, ein Beitrag pro Konzeptabgabe und nicht als Reaktion auf irgendwas. Ich schreibe das auch nochmal ganz dick hin, das Forum gibt es jetzt noch nicht, nur dass wir alle finden. Und dann im Forum das Feedback quasi unten als Reaktion auf das Forum. Das Feedback nutzen wir nur, um dieses Matchen, wer gibt wem Feedback.
Ja, und wir machen das, damit jeder von zwei Personen Feedback bekommt und zwei gibt. Bisher hat es immer geklappt. Also ich habe das schon x-mal gemacht, es hat immer geklappt. Ich hoffe, es klappt auch hier. Und das dann bis 7.5. Ja, und wer es gar nicht schafft, vielleicht einfach demjenigen, dem man Feedback geben möchte, im Forum nochmal reinschreiben. Ich mach's noch. Ja. Die Länge der Konzepte, 2 bis 3, maximal 5 Seiten. Und ich werde noch genau die Angaben, die stelle ich heute noch ins Netz.